Ziehst schön davon. Push weiter. Lass dir das eine Lehre sein. Si Huang hat dich unterschätzt und hat verloren. Das kann selbst den Besten passieren. Die Atmosphäre ist fantastisch. Die Fans wissen, dass dir die Strecke liegt. Enttäusch sie nicht. Er fällt zurück. Vergrößere deinen Vorsprung noch. Verteidige den Vorsprung. Jetzt Druck. Lass dich nicht einholen. Aus der hinteren Startposition heraus zu gewinnen, ist eine tolle Leistung. Gut gemacht. Ziele zu erfüllen hast, denk daran, dass sie dir zusätzliche Aufmerksamkeit einbringen. Auf dieser Strecke in Hongkong musst du dein ganzes Können aufbieten. Hol dir den Sieg. Said Nasser ist der Checkpoint-Star von Dubai VIP. Achte auf ihn und achte auf die Uhr.
Jungs von Dubai VIP denken wahrscheinlich, dass sie problemlos und souverän gewinnen. Das wirst du doch zu verhindern wissen, oder? Du hast dir Zeit verschafft. Weiter so. Das bringt dir mehr Zeit. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Ich habe hier ein, zwei, fünf verpasste Anrufe von Patrick. Ich würde sagen, auf ein neues. Er will Dubai VIP unbedingt im Boot haben. Gegen Dubai VIP wirst du eine Meisterleistung brauchen. Du musst wirklich alles geben. Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Fünf Sekunden noch. VIP wird sich nur für die WSR interessieren, wenn wir ihnen eine echte Herausforderung bieten. Versuch's nochmal. Sekunden noch. Noch fünf Sekunden bis zum nächsten Checkpoint.
für die Promo-Events als Belohnung für die Motorsport-Fans. Wenn du eine gute Show hinlegst, kannst du dadurch deine Bekanntheit steigern. Die Strecke ist schnell, also pass auf. Der kleinste Fehler kann das Ende sein. Versuch deine Erfahrung mit vollen Fahrerfeldern zu deinem Vorteil gegenüber Dubai VIP einzusetzen. Eigentlich müsstest du dich super fühlen nach all der Zeit, die du schon auf dieser Strecke verbracht hast. Du hast das Ende des Feldes hinter dir gelassen. Sehr gut gemacht. Du bist fast am Ende des Feldes angekommen. Lass dir was einfallen. Damit bist du in den Top 3. Zieht etwas nach rechts. Da muss ein kleiner Schaden rechts vorne sein. Noch zwei Runden. Vorderrad ist beschädigt. Das wird sich in Kurven bemerkbar machen. Gerade eine neue Bestzeit aufgestellt. Okay, weiter so. Das ist alles sehr sauber bisher. Okay, das erste Auto ist im Ziel. Ich kann nicht klagen über Platz 2, aber jemand anders wahrscheinlich schon. Ja,
Dragons und Haruna Kyojin sind bereit, an der WSR teilzunehmen. Alles ist bereit. Also, legen wir los. Okutama ist ein Paradies für Drifts. Schmeiß das Auto auf die Seite und bahn dir deinen Weg durch die Berge. Said Nasser ist der Checkpoint-Star von Dubai VIP. Achte auf ihn und achte auf die Uhr. Heute gegen Dubai VIP wirst du eine Meisterleistung brauchen. Du musst wirklich alles geben. Mehr Zeit gewonnen. Push weiter. Je mehr Zeit du übrig hast, desto besser. Konzentrier dich mal. Zehn Sekunden noch. Du hast dir Zeit verschafft. Weiter so. Fünf Sekunden noch. Perfekt mit dem Druck umgegangen. Starker Sieg. Ich bin sicher, dass wir Dubai VIP bald wiedersehen. Denk aber daran, dass die WSR startbereit ist. Bei Drift-Events musst du dein Auto durch die Kurven rutschen lassen, um Punkte zu erhalten. Für jeden Drift erhältst du Punkte basierend auf Geschwindigkeit, Winkel und Dauer. Bonuspunkte gibt es für Drifts dicht am Scheitelpunkt. Der Fahrer mit den meisten Punkten gewinnt.
von Haruna Kyojin sind die Driftkönige von Japan. Du brauchst eine hohe Punktzahl, um sie zu beeindrucken. Mit der Handbremse kannst du das Auto ins Übersteuern zwingen und den Drift beginnen. Lenk scharf ein, zieh die Handbremse, um die Hinterräder zu blockieren und erledige den Rest mit dem Gaspedal. Pass auf, du darfst mit dem Auto nichts berühren, sonst verlierst du deine Driftpunkte. Das gibt richtig Punkte. Denk ans Gegenlenken. So kannst du das Auto in Drifts ausbalancieren. Lass die Reifen qualmen, um die maximale Punktzahl abzugreifen. Das war doch mal was. Wenn du dir einen guten Namen in der Driftszene machst, sind dir viele neue Fans sicher. Du bist offensichtlich ein vielseitiger Fahrer und du bist zu weiteren Driftrennen eingeladen worden. Gut so, wirklich beeindruckend. Hongkong hat ein paar heftige Steigungen. Du musst auf guten Grip und hohe Kurvengeschwindigkeiten achten. Halt heute die Augen nach diesem Fahrer offen. Zeit verschafft. Weiter so. Das bringt dir zusätzliche Zeit. Bis zum nächsten Checkpoint. Fünf Sekunden noch. Ich habe hier ein, zwei, fünf verpasste Anrufe von Patrick. Ich würde sagen, auf ein neues. Er will Dubai VIP unbedingt im Boot haben.
10 Sekunden noch. Noch 5 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Checkpoint-Rennen bedeutet jede Menge Druck. Nur mit voller Konzentration kannst du ganz vorne landen. Promo-Event teilnehmen. Es handelt sich um ein Ausdauerrennen. Du musst also wirklich alles geben. Wenn dir das gelingt, kannst du sicher viele neue Fans gewinnen.